Von außen macht es schon was her, innen sind noch die Handwerker tätig. Alle Räume sind hell und freundlich, die Autobahnnähe sorgt für eine gute Erreichbarkeit der neuen SVS-Landestelle. Der Standort hat eine Bruttofläche von ungefähr 7.500 Quadratmeter. Wir haben netto 5.700 Quadratmeter Bürofläche. Wir bieten 129 Parkplätze. Wir haben Platz für ein Gesundheitszentrum. Wir haben die entsprechenden Beratungsangebote hier, die direkt im Erdgeschoss erreichbar sind für unsere Versicherten. Das heißt, alles, was wir brauchen, inklusive einer Photovoltaik, eines Fernwärmeanschlusses, alles ist zeitgemäß, modern und auf die Zukunft ausgerichtet. Gleich nach dem Start als neuer Sozialversicherungsträger hat man begonnen, sich nach einem geeigneten Standort für eine auch räumliche Zusammenlegung umzusehen. 2021 hat man sich für den Standort Hanusstraße entschieden. Keinen Tag zu früh, denn dann gab es die großen Preissteigerungen, die mussten wir nicht mehr tragen im vollen Umfang. Da sind wir sehr froh. Wir handeln mit versicherten Geldern, das heißt, wir sind sparsam, wir sind effizient und wir schauen in die Zukunft. Eine 30 Millionen Euro Investition, die sich rechnen wird. Weil Sie letztlich einen One-Stop-Shop machen für alle Versicherte. Das sind in Oberösterreich 217.000 von rund 105.000 Unternehmen, die wir in diesem Land haben, rund 29.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Und die bekommen hier alle ihre Beratung. Es kommt auch ein Gesundheitszentrum, ein Präventionszentrum dazu. Ein wirklicher Meilenstein für die Sozialversicherung der Selbstständigen. Und ich bin sehr dankbar, dass Österreich in Oberösterreich einmal mehr investiert. Wir sind ein Träger der Selbstständigen. Unternehmer sein heißt erstens viel zu arbeiten, innovativ zu sein, kreativ zu sein. Das versuchen wir auch in der SVS zu sein und sehen das nicht nur bei den Versicherten, sondern wir sehen unsere Versicherten als Vorbild für uns als Träger, versuchen die Dinge auch umzusetzen, die unsere Versicherten in vielen Bereichen so großartig durchführen. Denn das Gebäude in der Mozartstraße wird man verkaufen, den Mietvertrag auf der Blumau aufkündigen. Die bauen, ich glaube, 4 Regionszentren in den Bundesländern, die dann auch Bundesaufgaben übernehmen. Das heißt, schlanke Hierarchien, guter Einsatz mit dem Versicherungsgeld für die Versicherten. Das ist ein leuchtendes Beispiel dafür. Ende des Jahres soll der Umzug beginnen. Die offizielle Öffnung ist für Jänner 2024 geplant.